Hashimoto-Erkrankung. Ich bin selber 4 oder 5 Jahre ist es her, seitdem ich beim Arzt Blut abgenommen habe und der mir gesagt hat, ich bin ein Hashimoto-Erkrankter. Ich habe das vorher gar nicht so realisiert. Ich habe gemerkt bei mir, ich habe nicht die Energie von früher. Ich habe im Endeffekt sehr viel zugenommen und ich habe ja einfach mich nicht mehr fit gefühlt, einfach immer müde. Und da habe ich gesagt, okay, ich großes Blutbild, mal gucken, was da genau los ist. Und ja, Hashimoto ist eine Erkrankung, die wird immer mehr oder kommt immer mehr zum Tragen, weil viele Leute darauf untersucht werden. Und ich möchte nur kurz sagen, was ich gemacht habe, um das in den Griff zu bekommen. Und ich merke es gar nicht mehr. Mein Ansatz war erstens, okay, was kann man tun, damit Hashimoto nicht mehr so, ja, für mich relevant sind. Das heißt, ich habe geguckt, okay, was nehme ich zu mir an Ernährung, was ja, passiert, wenn ich verschiedene Nahrungsmittel zu mir nehme. Und ein großes Problem war bei mir, dass ich 3-mal täglich Fleisch gegessen habe. 3-mal täglich war extrem schlecht für verschiedene Blutwerte, aber es hat auch einen Rieseneffekt gehabt auf meine Erkrankung. Das habe ich als erstes angepackt und dann habe ich was ganz Untypisches gemacht. Es wird gesagt, Jod oder Jodaufnahme bei Hashimoto ist wie Wasser auf die Windmühlen kippen, ist eigentlich kontraindiziert. Und bei mir, ich kann dir nur die Erfahrung sagen, die ich gemacht habe, ich habe vermehrt, sage ich mal, Fertigprodukte weggelassen und habe jodiertes Speisesalz genommen. Und das immer zu meinen Mahlzeiten. Und ich habe, obwohl das noch nicht mal die beste Bioverfügbarkeit hat bei den Jodwerten, wenn man jodiertes Speisesalz nimmt, habe einen riesen Impact gehabt darauf. Das heißt, meine Energie und meine ganze körperliche Verfassung hat sich extrem verbessert. Das ist aber auch erst in den letzten Wochen, Monaten eigentlich passiert, weil vorher habe ich mich damit ein bisschen abgefunden. Das heißt, meine Empfehlung ist, dass du mal untersuchen lässt, wie ist dein Jodwert, dann nicht eine Hochjodtherapie zu machen, sondern dann zu überlegen, okay, macht es vielleicht Sinn, mit dem Arzt zu besprechen, ein bisschen Jod zuzuführen, weil bei mir die Erfahrung hat es gezeigt, dass Hashimoto einfach viel mehr zurückgedrängt wurde. Ja, der letzte Punkt, der noch wichtig ist, ich habe Vitamin D in höherer Dosierung zu mir genommen und das mache ich eigentlich täglich, auch in den Sommermonaten. Nicht nur im Winter, sondern auch in den Sommermonaten. Und das sind so die 3 wichtigsten Punkte, die ich dir bei Hashimoto nennen kann, die mir sehr geholfen haben. Wenn du da noch Fragen zu hast oder noch ein paar Tipps, dann schreib mir in die Kommentare. Mach's gut, dein Frank. Thank you.